Ja, ob das jetzt ein Statement an die anderen ist, das sollen die anderen für sich einordnen und bewerten. Für uns war es wichtig, reinzukommen. Für uns war es wichtig, dann auch Torchancen mal wieder zu nutzen. Daran haben wir gearbeitet, das ist uns heute gelungen. Von daher, ja, das ist gut. Wir können das aber einordnen. Also wir drehen jetzt nicht durch, weder in die eine noch in die andere Richtung. Das haben wir aber vorher auch nicht gemacht. Sind komplett bei uns geblieben, können mit den Dingen, glaube ich, ganz gut umgehen, wissen, zu was wir in der Lage sind. Und wissen auch, dass wir ja noch ein paar Spielerinnen haben, die noch nicht wieder komplett im Kader sind. Also da ist ja auch noch ein bisschen was, was wir so dann auch, glaube ich, in petto haben. Von daher, toller Auftakt heute. Sehr große Zufriedenheit, ersten Schritt gemacht und jetzt konzentrieren wir uns auf das, was als nächstes kommt. Damit sind wir letztes Jahr gut gefahren. Ich denke, damit werden wir auch dieses Jahr gut fahren. Ich glaube grundsätzlich, dass die Europameisterschaft uns natürlich Aufwind gegeben hat. Wir uns als Team extrem gefunden haben und man das heute auch wieder auf dem Platz gesehen hat, neben dem Platz gesehen hat. Und dass ich persönlich jetzt das ganze Jahr über dann gesund geblieben bin, um ja jetzt auch hier sein zu können, meiner Mannschaft helfen zu können. Ja, ist für mich natürlich extrem wichtig, gibt mir sehr, sehr viel Kraft auch und hoffe natürlich, dass das über den Verlauf des Turniers dann auch so bleibt. Und das Spiel an sich heute war aber extrem wichtig für uns, so zu starten, mit sehr viel Selbstbewusstsein, mit einer, ja, guten Spielruhe, einen guten Spielfluss. Uns ist natürlich auch klar, dass nicht alles optimal lief. Das wäre, glaube ich, auch zu viel des Guten vielleicht gewesen beim ersten Spiel. Aber die Art und Weise, wie wir es heute bespielt haben, wie wir ja, die Tore auch herausgespielt haben, gibt sehr viel Selbstbewusstsein für den, ja, für das nächste Spiel und den Verlauf des Turniers. Ja, dass unsere Torjägerin auch Kapitänin ist, das ist schön. Aber wie gesagt, auch Alex, ich will jetzt gar nicht für Alex sprechen, aber wir können das ja komplett einordnen. Sie weiß, sie kann die Tore nur machen, wenn die Flanken kommen oder wenn die Pässe kommen. Wir wissen, wie sie für die Mannschaft arbeitet. Egal auf welcher Position, Alexandra Popp ist ein Leader, ist eine Spielführerin, wie man sie sich nicht besser wünschen kann. Aber sie ist gleichzeitig ein Teamplayer und sie ist die Erste, die auch Dinge anspricht, auch heute in der Kabine in der Halbzeit. Weil sie die Erste, die gesagt hat, da können wir noch ein bisschen besser sein in den Bereichen. Und das ist halt schön, dass wir nicht nur Alex haben, sondern wir haben auch ganz viele andere Spielerinnen, die in viele Verantwortungsbereiche reingehen, die vielleicht nicht immer so sichtbar werden, weil sie jetzt gerade nicht das Tor vorne machen. Und das ist für uns wichtig. Wir können das in alle Richtungen einordnen und sind froh. Ich bin froh, dass sie da ist. Ich bin froh, dass sie trifft. Und das hilft für gute Stimmung.